willkommen auf meinem Kanal und ja, ich habe mich lange, lange nicht mehr gemeldet. Ich war im Krankenhaus und ja, hatte mir kein Internet und ich hatte nicht so wirklich Lust, irgendwie welche Videos zu drehen. Ich habe versucht, wieder gesund zu werden. Ich hatte ja in der Zeit schon wieder Fieber bekommen. Voll super. Und ja, also ich bin noch nicht so ganz fit, aber mal schauen, ob die nächsten Male noch besser wird. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wieder ins Krankenhaus muss oder freiwillig gehe. Und ja, ich habe meine Haare geschnitten. Yay! Und ja, falls jemand mir so einen Eyeliner, so einen wasserfesten Eyeliner für den unteren Ding, unter dem Auge empfehlen kann, schreibt es in den Kommentaren, weil es ist, wenn man ölige Haut hat, braucht man alles. Make-up und ganzen Eyeliner und alles wasserfest. Und ich habe eine Weile mit Make-up-Fixierungsspray benutzt und mal schauen, ob ich das nächste Mal nochmal probiere. Und ja. Und deswegen, vielleicht kann ja jemand mir dann so ein Kajal, so einen wasserfesten Kajal empfehlen. Das wäre cool. Das ist quasi hier, man ist nicht mehr dran gewohnt, vor der Kamera zu reden irgendwie. Was gibt's bei euch so Neues, Aktuelles oder was in letzter Zeit was passiert ist? Könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben. Also ich lese eure Kommentare sehr gerne und es freut mich jedes Mal. Und ja, ich werde mal schauen, ob ich die nächsten Tage das irgendwie schaffe, neue Videos online zu stellen, oder ich habe schon welche Videos gedreht, aber so nicht fertig. Fehlen noch ein paar Teile und dann kann ich die dann zusammen noch den Rest zusammenschneiden und ja, und ist irgendwie daraus Videos. Ich gebe meinem Video schon einige Mühe. Also die meisten Videos mache ich ganz spontan irgendwie so zusammen oder ich lasse mich von Musik inspirieren. Dann entstehen so halt Videos irgendwie. Aber ich, meine Videos, die drehe ich seit ich YouTube angefangen habe, immer dieselbe Kamera und immer noch dieselbe Programm von 2015, das Automatix Video Deluxe, das von 2015. Ja, also die ganzen Magix Deluxe haben sich jetzt enorm weiterentwickelt, also mehr Effekte, aber trotzdem tue ich, auch wenn ich diese Effekte nicht habe, mache ich durch mit Screen Screen, Screen 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 Screen